Servus miteinander, da sind wir wieder. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns ein bisschen vorbereitet. Die Tage werden kürzer, es wird kälter, der Pulli ist an, die lange Latzhose ist an. Und da haben der Kerem und ich uns gedacht, komm, wir zeigen euch mal, wie ein Schneeschild montiert wird an einem Quad. Wir haben uns jetzt das Schneeschild von Shark natürlich genommen. Das haben wir von der Firma All for ATV bestellt. Oder was heißt bestellt? Ich habe es ihm gesagt, ich brauche das, dem Martin, und würde gerne ein Video davon drehen. Und deswegen haben wir es dann gemacht. Das haben wir jetzt da. Ich hätte gesagt, wir starten mit dem Unboxing. So, was brauchen wir dafür? Also erstmal ein Messer, dann packen wir das ganze gute Ding hier aus. Also ich habe mir jetzt bewusst, oder wir haben uns jetzt bewusst dazu entschieden, dass wir heute mal das Kunststoffschneeschild hernehmen, weil das Kunststoffschneeschild hat einen brutalen Vorteil, und ich kenne es vom Schneeräumen. Wir haben schon einige Schneeräumdienste oder Winterschneedienste gemacht, und ein Schneeschild, wenn du es nicht ordentlich pflegst aus Metall, ja, spätestens nach einem Jahr ist es schon so gut angerostet. Und du musst da wirklich sau viel Pflege reinstecken in einen normalen Stahlschneeschild. Und deswegen habe ich gesagt, komm, machen wir das Kunststoffschneeschild. Von der Stabilität her identisch mit Metallschneeschild. Und du hast halt den Vorteil, damit ja nicht rosten kann. Und das finde ich halt einfach geil, weil ich bin einer, der wo nicht so gerne pflegt. Vor allem, wenn man vom Schneeräumen zurückkommt, dann hat man keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Gut, packen wir das Ganze aus. Dann haben wir einmal hier unsere Gabel mit der Universalanbauplatte. Das zeigen wir euch mal schnell. Geschwind. So, da schaut's her. Wir haben hier jetzt drinnen einmal unsere Gabel. Hier die Universalanbauplatte. So wird das dann auch später befestigt am Fahrzeug. Und das Ganze müssen wir jetzt natürlich zusammenschrauben. Was haben wir noch da drinnen? Ach. Einmal rum. So, da ist das geile Schneeschild. Ausgepackt haben wir es, ihr könnt es schon mal sehen. Also wir haben jetzt hier das genommen mit 1,34 Meter Breite, ich glaube 52 Zoll waren das, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ihr hättet gesagt, wir können schon loslegen mit dem Zusammenbauen, weil an sich ist es kinderleicht. Also das kriegt jeder von euch auch daheim hin. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das jetzt mal ausgepackt ausschaut. Hier haben wir unser Schneeschild mit der Metallschürfleiste hier unten. Wenn man möchte, kann man da auch noch eine Gummischürfleiste hinmachen, wenn man es braucht. Hier unsere Haltegabel, die Platte zum Festschrauben, unsere Zugfedern und noch Befestigungsmaterial. Gut, und ich hätte gesagt, wir fangen jetzt an. Also ich richte jetzt schon mal Werkzeug her und sag euch natürlich, was wir dafür brauchen. Wo bauen wir das hin? Ich habe heute die CF450S hier, wo ich das Schneeschild drauf bauen werde. Dann hätte ich gesagt, richte ich das Werkzeug her. Sag euch natürlich auch, was ihr braucht, welche Ratsche, welchen Schlüssel, so dass ihr wisst, wie man das zusammenbaut. So, das Werkzeug habe ich euch hergerichtet. Was brauchen wir zum Zusammenbauen? Zum Zusammenbauen brauchen wir 13er, 17er und 19er. Einmal für die Ratsche oder für einen Schlagschrauber, wie man es haben möchte, und die gleichen Größen noch als Schlüssel. So, ich hätte gesagt, wir fangen jetzt schon mal grob an mit dem Aufbau. Dafür hole ich jetzt die Kamera mal hierher. So, stell die mal so neben mich. Ich hoffe, man kann das so ordentlich sehen. Gut, wir haben jetzt hier unsere Metallrahmen. Die müssen wir dran schrauben. Und dazu kippe ich das jetzt einfach hier nach vorne. Das hier ist übrigens das Stativ, was wir haben, behelfsmäßig. Funktioniert super, so ein Getriebeheber als Stativ, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. So, ich sag schon wieder sehr oft, so fällt mir auf. Ja, das ist auf jeden Fall schon wild beim Schneiden, wie oft ich schon dieses so weggeschnitten habe. Vielleicht mache ich mal einen Counter davon. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben.
Aber ja, das kannst halt, das kriegst halt schlecht weg, solche Angewohnheiten. So, die Mutter hier wegmachen. Und da war es schon wieder dieses. So, dann die hier rein. So, schon wieder ein So. Ich glaube, der Kerem kann. Der Kerem könnte einfach ein Video schneiden, wo. So. Und da sagt er es auch noch. Ich glaube, ich mache das wirklich. Also, hier oben rein. Und gleich gegenkontern mit der Mutter, was wir dabei haben. Dann tun wir hier die zwei Schrauben rein. Natürlich auch gleich up. Schauen wir, dass wir sie gleich sichern. So. So, hier gleich sichern. Natürlich müssen wir das gleiche auf der anderen Seite auch machen. Als erstes die Mutter wegnehmen. So, da lang. Drauflegen. Und die Kamera ist abgehauen. Geil. Das ist immer mega, wenn die Kamera einfach abkommt. Wieder einmal. So. Auf der anderen Seite das gleiche natürlich. Hier einhängen, unten die Schrauben festmachen. Dann haben wir das oder diesen Step schon mal erledigt. Und ja, Leute, falls ihr uns auf Instagram folgt, ihr habt es ja schon mitgekriegt, ich habe Probleme hier mit meinem Daumen und der wird nächste Woche operiert. Deswegen schauen wir gerade, dass wir so viele Videos wie möglich schneiden und schon wieder mein Telefon. Also ich schmeiße es jetzt dann weg. So Leute, jetzt tun wir mal schnell telefonieren. Wer ruft an? Der Kerem hat schon wieder im Gespür, dass wir Videos aufnehmen. Deswegen muss er mich nerven. Ja, hallo Kerem. Wie geht's denn? Ja, du bist gerade live in der Aufnahme mit dabei. So Leute, kleiner Break. Ich würde mal sagen, ihr müsst alle abonnieren und die Glocke aktivieren. Nein, Spaß beiseite. Ja, dann brauchst du noch. Ich brauche schon noch ein gutes Stück. Ja, dann komme ich jetzt schnell vorbei und machen wir das schnell zusammen fertig und dann gehen wir zum Dessert. Das hört sich doch nach einem Deal an, weil ich schau wieder brutal scheiße aus. Das finde ich halt einfach geil, weil ich bin einer, der wo nicht so gerne pflegt. Wie so ein Monchichi-Urmensch. Ja, ich auch. Ich hab gar nicht gewusst, wenn man frische Reifen drauf hat, dass sich das so geschmeidig fahren lässt. Oh, da, neue Reifen. Kerem merkt, wie neue Reifen sind. Die sind toll, gell? Ja. Also, ja. Kerem, ich mach weiter, du kommst gleich, dann sehen wir uns, ja, oder? Ja, gleich in der Stunde halt. In der Stunde, uff. Ja, wir sitzen oder B2 oder was aus dem Blitzer, zwei Stück. Ja, okay. Dann bis gleich, Kerem. Ja, bis gleich, ciao. Ciao. Also heute den ganzen Tag hier, also ich bin schon seit 8 Uhr hier und versuche die ganze Zeit ein Video zu schneiden oder ein Video aufzunehmen. Ich bin erst um 12 Uhr dazugekommen. Das ist halt leider so. Trotzdem vielen Dank an den lieben Papi, dass ich in seiner Firma das Ganze machen darf. Und auch ein sehr großes Dankeschön an die Firma All for ATV, dass die uns immer das Zeug so zur Verfügung stellen, dass wir euch das zeigen können. Der Link auch zum Schneeschild seht ihr in der Videobeschreibung. Dazu komme ich aber jetzt später. Ich weiß jetzt nicht, also normal ist es selbsterklärend. Das ganze Schneeschild. Also wir müssen hier die Halteplatten festmachen und dann müssen wir diese Platte mit dem verbinden, alles festschrauben und dann haben wir es schon. Nichtsdestotrotz zeige ich es euch natürlich ausführlich. Oder? Schau, ja, hätte ich auch gemeint. Gut, euch jetzt mal hier hingestellt. Ich hoffe, man kann das so ordentlich sehen. Gut. Dann können wir die ersten Schrauben hier schon mal festschrauben. Das ist das hier. So, machen wir die Verlängerung wieder runter. Für die brauchen wir 17er Nuss. Ich habe jetzt meine Lieblingsratsche dabei. Warum Lieblingsratsche? Weil es halt einfach eine geile Ratsche ist, die 3/8 Zoll. Also alle vier Schrauben festziehen.
Wenn man die vier Schrauben hier unten festgemacht hat, dann muss man natürlich auch diese Schrauben hier festmachen. Auch wieder mit 17er Nuss und Verlängerung am besten. So, auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich einen Imbus. Imbus. So. Und da war es wieder das berühmte und so. Ja, mir ist aufgefallen, jedes Video, habe ich irgendein anderes Wort, das ich einfach 10.000 Mal benutze. Aber ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr weg. So. Da war es jetzt schon wieder, dieses berühmte so. Hätte gesagt, und jetzt, warum sehe ich nicht? Ah, ja. Hier haben wir die zwei Imbus, die müssen wir natürlich kontern. Mit, was haben wir da? Schaut's mal her. Da haben wir einen 6er Imbus. Die zwei Schrauben auch festmachen. Das geht relativ zügig. Habt ihr das Tablet schon mitgekriegt? Ja, wo ich vorhin gerade angeschnitten habe, wenn ihr uns auf Insta folgt, mitkriegt, habe ich ja eine großartige Verletzung gehabt. Das hat man auch gesehen im Packfit mit meinem Daumen. Und ich werde nächste Woche operiert. Deswegen schauen der Kerem und ich gerade, dass wir noch so viel Videomaterial wie möglich vorproduzieren, dass ihr auch was zum Anschauen habt, wenn ich mit einem nicht funktionierenden Daumen daheim liege und am PC mein Bestes versuche, dass ich irgendwas herbringe und noch halbwegs effektiv zu sein. Aber Quadfahren ist halt ohne Daumen, ohne ja funktionierenden Daumen sau schwer und ich darf auch die nächste Zeit meinen Daumen dann nach der OP nicht benutzen. Gut, jetzt haben wir das schon mal festgeschraubt. Jetzt müssen wir die zwei Sachen noch miteinander verbinden. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Wir haben hier an der Seite diese zwei Schrauben. Die müssen rein und dann festschrauben. Hier haben wir den Anschlag, also den kann man sich hier auch variabel einstellen, dass halt der Schneeschnitt entweder nach vorne geneigt ist oder nach hinten. Ich baue es jetzt zusammen und der Kerem wird euch wieder bestimmt einen kleinen Zeitraffer machen. Wir haben hier noch solche Abstandshalter dabei. Die müssen hier in das Runde rein. So, und jetzt, let's go! Als nächstes, also ich habe jetzt diese beiden Schrauben hier festgeschraubt, als nächstes die Abstandshalter und da könnt ihr wirklich nach Belieben euch das einstellen. Ich mache es jetzt ziemlich gerade, damit man das halt einfach in der Grundeinstellung hat, mache ich es jetzt ganz gerade hin. Die müssen wir jetzt festschrauben, danach müssen wir hier die Federn einhängen, hier einmal und einmal hier, die Federn in die Haken hier reinmachen und dann unten noch die Schürfleiste festschrauben und dann sind wir eigentlich schon fertig. Wenn wir dann alles festgeschraubt haben, haben wir hier unsere Federn, wo wir die Vorspannung einstellen können. Für was ist es da? Also, die Vorspannung kann man so einstellen, damit es auf Zug ist, weil das Schneeschild hat ja eine Klappfunktion. Wenn man jetzt einen Randstein erwischt, dann kann das hier einfach nach vorne umklappen, ohne dass man sich jetzt am Fahrzeug alles zusammenreißt oder das Schneeschild im blödesten Falle kaputt geht. Also die Federn auf jeden Fall auf eine gute Vorspannung machen, dass es jetzt nicht gleich bei jeder Unebenheit nach vorne kippt. Ihr merkt es, also ich habe es jetzt hier circa einen Zentimeter reingeschraubt. Das könnt ihr nach Belieben euch einstellen, wie ihr das haben wollt, wie schnell es umklappen soll.
kann man somit quasi regulieren, ob es jetzt schon bei jedem kleineren schief gesetzten Rasenstein ist oder ob es dann wirklich bei den größeren und massiveren Sachen erst nach vorne geht. So, auf beiden Seiten ungefähr gleich eingestellt. Das passt schon mal saugut, hätte ich gesagt. Gut, ich stelle jetzt das Schneeschild auf und dann kann ich vorne noch die Schürfleiste festmachen. Ich stelle euch mal schnell hier auf die Seite ab. So, das ist hier die Schürfleiste und die muss man noch festziehen. Also gehe jetzt mit dem Schlagschrauber und mit der 13er Nuss einmal schnell durch. So, im Groben und Ganzen habt ihr jetzt gesehen, funktioniert sehr schnell, kinderleichter Aufbau, funktioniert alleine. Ja, jetzt mit dem ganzen Zeigen habe ich jetzt ja 20 Minuten gebraucht. Also wenn ich es jetzt so schnell zusammenbaue, dann brauche ich vielleicht 10 Minuten. Werkzeug habe ich euch ja gesagt, ihr braucht 13er, 17er und 19er, Schlüssel und Nuss mit Ratsche und einen 6er Imbus zum Gegenhalten hier vorne. Ich hätte gesagt, als nächstes lassen wir mal die Bühne hoch und ja, bauen es dann mal an. Let's go! Jetzt das Schneeschild können wir schon mal hierher tragen. So. Natürlich ist es am besten, wenn man es zu zweit macht, aber One Man Power. Jetzt kommen wir zum Anbau an die Maschine. Was wir dafür brauchen, ich zeige es euch mal, wir müssen den Unterbodenschutz hier entfernen. Brauchen wir 10er Nuss, Ratsche oder wie es ich jetzt hier habe, einen Akku-Schlagschrauber mit 10er Nuss. So, das schrauben wir jetzt schnell weg und Hedi sagt, tun wir mal was. Schraube runter. So. Und der Boden ist weg. Schon mal ein Teil. Jetzt schauen wir mal. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, also das ist die Platte, dort eingehängt. So, hier das gleiche Spiel. Nur jetzt muss ich gucken, wie ich das hier festhalte. So. Das ist jetzt die Anbauplatte, die wo wir jetzt noch festmachen müssen. So. Ich schaue jetzt persönlich immer drauf, dass das hier so nach vorne ist, so dass ich wirklich saugut reinkomme mit dem Schneeschild. Wenn man jetzt hier her schaut, jetzt muss ich nur schnell gucken, damit wir die Kameraperspektive passend für euch. Wir schrauben jetzt noch den Unterbodenschutz weg. So, Deli! Unterbodenschutz ist weg. Jetzt unsere Anbauplatte. Schauen, wo wir sie festmachen. Und wir haben hier zwei Varianten. Ihr könnt es einmal so festmachen, dass man eine, also die muss immer unten sein. Ist ja klar, dass wir Schneeschild auch einhängen können. Und da suchen wir uns jetzt einen Platz. Bei der 450er mache ich das jetzt hier hin mit den Schellen, damit wir auch einen Anschlag nach hinten haben. Und dass wir nirgendwo stören. Gut, hängen wir es ein. Wobei wir, was wir noch achten müssen. Das Schneeschild darf nicht zu weit nach hinten gesetzt werden. Warum? Wir können ja hier unsere Neigungswinkel verstellen an dem Teil hier. Und deswegen brauchen wir ein bisschen Abstand zum Fahrzeug, weil wir ja den Winkel verstellen können. Und wenn wir zu nah sind am Fahrzeug, dann kann das Problem auftauchen, dass man, wenn man es einschlägt, einfach am Fahrzeug hängt oder am Reifen. Und um das entgegenzuwirken, brauchen wir den passenden Abstand. So, ich mache es eigentlich immer nach Gefühl. Ich sehe, kann es ja hier schön hinlegen, kann es her- oder zurückziehen und kann mir so einstellen, wie ich es haben möchte.
Gut, die Platte machen wir jetzt gleich fest. Und dann geht's schon weiter mit dem nächsten Step. Die Schellen als erstes wegschrauben. Auf beiden Seiten. Hier will ich das Ganze haben. Das hier legen wir hier auch noch mit rein. Also hier die zweite Platte, was ich jetzt hier oben reinlege, ist von Haus aus mit dabei, aber man braucht sie nicht zwingend. Man kann auch mit dieser Platte es direkt am Rahmen festmachen. Also man muss nicht von oben und unten, man kann auch mit den Rohrschellen direkt auf dem Rahmen. Und das werden wir hier jetzt machen. Das ist ja, wie gesagt, es ist eine universale Platte oder Universalhalterung, wo wir auch, ja, wie der Name schon sagt, das Ganze universal an jedes Fahrzeug hinschrauben können. Tun das schon mal leicht anziehen. Auch wieder schon mal mit den Muttern arretieren, sodass es nicht mehr weg kann. Und wie ihr seht, es funktioniert alleine. Also Hebebühne natürlich vom Vorteil, aber man braucht jetzt auch nicht unbedingt eine Hebebühne. Gut, dann habe ich jetzt gesagt, ich mache es hier am besten an dem Punkt, wo es auch hinten am Rahmen ansteht, sodass es nicht passiert, dass du fahrst irgendwo dagegen und das Schneeschild verschiebt dann. Deswegen gehe ich hier hinten, man sieht es vielleicht auch gut, gehe ich hier an den Halter, direkt an den Rahmen, wo er auch einen Anschlag hat. Und dann müsst ihr nur noch schauen, damit das Ding mittig ist, sodass wir auch in der Mitte dann unser Schneeschild haben. Für das 17er Nuss am besten lang. Warum lang? Weil wir ja hier direkt hochschrauben müssen und das schon ein gutes Stück ist zum Hochschrauben. So, da auch mit dem Schlagschrauber ist man halt wesentlich schneller, vor allem wenn man so viel reindrehen muss. Gut, jetzt haben wir schon mal halb hochgezogen. Jetzt ziehen wir es ganz nach hinten, schauen, dass es nochmal in der Mitte ist. So, und dann können wir es auch schon festziehen. So müsste man eigentlich ziemlich genau passen. Nur ein Stückchen nach links rüber. Hier stehen wir schon mal wunderschön an. Auf beiden Seiten. So, können wir das nur ein bisschen verschieben. Gut, die Halteplatte ist fest dran, ist auch gerade. Also Leute, ihr habt es gesehen, nach wie vor kinderleicht. Wenn ihr jetzt verschiedene Maschinen, also es ist ja wirklich universal, ihr habt die Möglichkeit, mit dieser Platte auch obenrum nochmal drauf zu gehen. Hat man hier jetzt nicht gebraucht, weil wir halt direkt an den Rahmen ordentlich gehen können und wir auch genug Platz haben, dass man das hier festmachen kann. Die Schellen sind auch lang genug, also auch wenn man einen Vierkantrahmen hat, wie jetzt bei der 850er zum Beispiel oder bei der 1000er von CF Moto oder auch bei Segway und bei anderen Marken, den Vierkantrahmen haben, passt es auch ohne Probleme drauf. Jetzt geht es daran, den Unterfahrschutz anzupassen. Das mittlere Stück können wir einfach wieder ohne Probleme reinschrauben. Das hintere Stück, das werde ich jetzt hier abschneiden, damit man es nach vorne so weit wie möglich da haben. So, den Unterbodenschutz schnell angepasst, das vordere Teil, und den schrauben wir jetzt auch wieder fest. So, das hier vorne einmal gleich wieder festmachen. Dann an den hinteren Teil des Unterbodenschutzes. Sag mal, wenn mein Vater, da ist er übrigens,
der Inhaber der Firma darf sich auch mal kurz vorstellen. Hi, ich bin der Bruno Jürgen. Soll ich sonst noch fragen? Also das ist jetzt mein Vater und auch der Chef von der Firma Jürgen Brunner, wie man ja unschwer erkennen kann, dass ich von meinem Vater komme. Und er gibt mir quasi immer seine Werkstatt, das Werkzeug, dass ich das machen darf. Ein großes Dankeschön. Bitteschön. Und freundlich ist er auch ab und zu. Nett und freundlich. Er schaut zwar immer grimmig, aber kriegt man hin. Genau. So, das war jetzt kurz mal mein Vater und mein Chef und mein Best Buddy, der, wo sich auch mal kurz vorstellen konnte oder durfte, so dass ihr auch mal wisst, wer ist denn das überhaupt? Wo mache ich das die ganze Zeit? Ich habe mich ja schon vorgestellt, aber jetzt der Vater auch einmal. So. Hier wieder richtig rum hier machen. Genau. So. Schrauben wieder reindrehen. Und dann sind wir schon fast fertig. So. So schaut es jetzt von unten aus. Und der Bodenschutz wieder dran. Kann man ordentlich anpassen, so dass man wirklich so wenig Schutz wegmacht wie möglich. Und hier haben wir unsere Platte dran. Man kann das jetzt hier noch abflexen, wenn man möchte, aber wenn man das Schneeschild mal ein anderes Fahrzeug hinmachen möchte, dann lasst man das lieber so, so dass man es auch für alle Fahrzeuge verwenden kann. Jetzt müssen wir nur noch das Schneeschild hier einhängen, links und rechts, Seilwinde dran und let's go. So. Schauen wir mal, dass wir den Fokus da hinbringen. Also, Schneeschild tue ich jetzt hier ein bisschen anlupfen, damit ich es auch nicht reinschieben kann, wie ich es haben möchte. Ihr könnt die Platte hier auch drehen. Also jetzt bei der CF450 muss ich es jetzt nochmal andersrum drehen, die Platte hier. Ist kein Problem. Man kann es, je nachdem was für ein Fahrzeug man hat, was für ein Winkel, kann man sich das so drehen, wie man möchte. Und schon wieder runtergerutscht. Leck mich doch am Zückerli. Das tat jetzt richtig weh. Kein Schmerz zeigen vor der Kamera. Ich bin gerade richtig widerlich den Kopf gestoßen. Das hat jetzt gerade echt richtig weh getan. Aber bitte. Noch einmal. Karen wird sie kaputt lachen, wenn er das Video schneidet. Wir müssen einmal komplett rüber. So. Dann hier einhängen mit den Splinten, was dabei sind. Einfach hier reinschieben. So, den Splint hier reinmachen. Fertig. Da das Gleiche. So. Wo haben wir den Splint? Da haben wir ihn. So, da war. Splint rum. Gesichert ist es. So, bam. So schaut das Ganze aus, wenn es dran ist. Und jetzt ist einwandfrei. Gut. Schneeschild runter. Kamerastativ auf Seite. Werkzeug gleich mal auf Seite räumen hier. Das dürfen wir ja danach auch noch alles aufräumen. Und dann hätte ich gesagt, let's go, schauen wir mal, ob wir es bis dahin hinkriegen. So, euch stelle ich jetzt mal hier auf die Seite. Machen wir wieder schön runter. Vorsicht, Markus kriegt jetzt seine 5 Minuten. Tag 6 oder Tag 7, keine Ahnung, wo wir sind, aber neuer Akku ist drin. So, so schaut das Ganze aus, wenn wir es unten haben. Jetzt müssen wir nur noch die Seilwinde einhängen. Zündung an.
nach außen drucken. So, einmal ziehen. Aha, machen wir es mal so. Gut, nur ein bisschen. Dann haben wir hier unsere Öse, wo das Ganze reinkommt. Habe ich. Ah, wieder ins Netz. So, jetzt haben wir es hier. Einhängen. Und dann kommen wir schon nach innen. So. Es schaut doch mega aus, oder? Ich find's genial. Und was ich echt cool finde, dieser kleine Hai. Kleiner Hai, dim, dim, großer Hai, dim, dim. CF450 mit Schneeschild, gib ihm Vollgas! So. Schon wieder dieses So. Gut. Das haben wir jetzt gemacht. Wir können es hier schön bedienen. Wir haben ordentlich Platz. Ist sogar jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Nein, auf keinen Fall. Schaut's her. Das habe ich gemeint. Seht ihr das? Deswegen drauf achten. Drauf achten, wie ihr das montiert von der Länge. Weil wäre ich jetzt ein bisschen näher hingegangen, dann hätten wir das Problem. Schneeschild streift. Hier kann ich es verstellen, in der Raste, wie ich es haben möchte. Ihr könnt selber sehen, 5 Stück haben wir. So, uno, dos, tres, cuatro, fünf. Genau. Oder adin, zwa, chitiri, chest. Ich glaube, so ähnlich funktioniert russisches Zählen. Gut, der Sensor ist auch pünktlich da, wenn ich fertig bin. Ja, ich kann auch Sachen erledigen. So. Schneeschild eingebaut, reelle Zeitaufwand, 15 Minuten, wenn man ein bisschen geschickt ist. Ich habe natürlich jetzt wesentlich länger gebraucht, ich muss euch das zeigen, das Werkzeug herrichten. Also sag mal so, halbe Stunde, das Ding ist dran, von All for ATV, da ist es erhältlich, das Kunststoffschneeschild, dass ihr es nochmal anschauen könnt. Es ist brutal stabil und das, obwohl es aus Kunststoff ist. Also das kann man sich nicht vorstellen, das Kunststoff ist mittlerweile so auf dem Vormarsch. Das funktioniert richtig gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unser bekanntes Sprichwort, Däumchen wären Träumchen. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob es ausführlich genug war. Und vergisst nicht abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr von uns nichts mehr verpasst. Also, haut's rein, bis zum nächsten Mal.